Anna Ermakova, was über ihr Vermögen und Privatleben bekannt ist. Die Geschichte ihrer Zeugung und Schlagzeilen rund um die kurze Affäre von Mutter Angela Ermakova und Vater Boris Becker begleiten Anna schon ihr Leben lang. Doch sie ist nicht nur die Tochter von Anna Ermakova, wächst in London auf. Boris Becker leugnet die Vaterschaft zunächst, bekennt sich dank eines Vaterschaftstests jedoch schließlich zu seiner Tochter. Bereits mit 11 Jahren entdeckt Anna die Faszination für die Modelwelt für sich. Mit 14 Jahren schreitet sie das erste Mal über einen Laufsteg bei der Berlin Fashion Week. Covershootings und Werbekampagnen gehören seitdem zum Alltag der Becker-Tochter. Dass sie aus dem Schatten ihres berühmten Vaters treten und sich eine eigene Karriere aufbauen kann, beweist das Model schnell. Heute wird ihr Vermögen laut dasvermögen.com auf rund 1 Million Euro geschätzt. Diese Angaben sind hochgerechnet und geschätzt und damit ohne Gewähr, da es keinen detaillierten Einblick über alle Vermögenswerte gibt. Auch eine Schauspielkarriere kann die Londonerin sich sehr gut vorstellen. Mit einem Studium der Kunstgeschichte hält sie sich ein weiteres Standbein offen. Ob Anna einen Freund an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt. Das Model hält ihr Privatleben sehr bedeckt. Auch auf Instagram teilt Anna mit ihren Followern hauptsächlich Selfies und Fotos, auf denen sie alleine an schönen Orten auf der Welt zu sehen ist. Am 15. Dezember 2022 wurde Ex-Tennis-Legende Boris Becker frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Tochter Anna Ermakova hat er seitdem kein einziges Mal besucht. Anna Ermakova räumt bei Let's Dance ab. "2023 zeigt Anna Ermakova sich der breiten Öffentlichkeit in der RTL-Show Let's Dance. Gemeinsam mit dem Profitänzer Valentin Lusin sicherte sie sich in der Kennenlernshow direkt das goldene Ticket, welches das Model in Runde 1 vor dem Rauswurf schützte. "25 Punkte für den Tango konnte sie in der ersten Runde einheimsen. In der 2-Live-Show kommt Emma sogar auf 29 Punkte für ihren Cha-Cha-Cha. "30 Punkte kassierte Emma in Runde 3 für den Slowfox und 28 Zähler in Live-Show 4 für den Paso-Dobel. Jury und Publikum kann Anna mit ihrer tänzerischen Leistung mehr als überzeugen. Von perfekter Fußhaltung und dem besten Slowfox aller Zeiten bei der Tanzshow ist die Rede. Anna gilt als Favoritin und heiße Anwärterin auf den Sieg von Let's Dance. Kritik muss Anna jedoch von den Profitänzern Erich Klann und Oana Nechiti nach der 4. Live-Show einstecken. Diese urteilen im Podcast Tanz oder gar nicht: "Ich fand sie nicht so stark, nicht ausdrucksstark und ich fand es auch nicht so stark wie die Jury." Das war ihr schwächster Tanz. In der 5.
Live-Show erhält Anna erneut die volle Punktzahl. 30 Zähler gibt es für den Quickstep. In Show 6 musste das Model beweisen, dass es auch mit einem anderen Tanzpartner zurechtkommt. Erstmals gab es einen Tausch und Anna trat zusammen mit Christian Polans an. Gemeinsam bekamen sie für die Samba 29 Punkte. Annas Erfolg hält an. In Show 7 erreichte sie für den langsamen Walzer erneut die volle Punktzahl und begeisterte Jury und Zuschauer gleichermaßen. Auch in der 8. Live-Show erreicht Anna Ermakova erneut 30 Punkte für den Charleston und baut ihre Favoritenrolle damit deutlich aus. Erneut 30 Punkte gab es für Anna in der 9. Let's Dance-Folge. Sie tanzte den Freestyle zu ihrem Magic-Moment.